die Eiche, lateinisch auch Quercus genannt, ist ein Laubbaum, der im Großteil Europas vertreten ist, zum Beispiel in Deutschland, Frankreich und England. Es gibt ca. 400 Eichenarten zu bestaunen. Darunter sind die mongolische Eiche und die pontnische Eiche. Der Baum trägt ca. 3 cm lange eierförmige Eicheln und die Blütezeit ist im Mai. Die Eiche wird 30 bis 40 Meter hoch und bis zu 1000 Jahre alt. Solche sind zwar selten, aber nicht unüblich. Im Herbst verliert er nicht nur seine Blätter, sondern auch seine Früchte. Seine Rinde ist hart und profilreich und sein Holz ist stabil. Der Baum kann auf kargen und sandigen Böden überleben und reicht bis zu 1500 Meter über den Meeresspiegel hinaus. Seine Blätter sind längs geschnitten mit 2 bis 5 Einkerbungen im Blattprofil und haben ein sattes Grün. Die Baumkrone ist unregelmäßig mit starken Ästen bewachsen. Die Eiche wird für Möbel, Hausanrichtungen und Braufässer gerodet. Sie findet also in vielen verschiedenen Bereichen der Holzindustrie Verwendung. Die Eiche ist für Menschen ungenießbar und giftig wegen ihren Bitterstoffen, aber für viele Tiere ist sie eine unverzichtbare Proteinquelle. Besonders Nagetiere, wie zum Beispiel Mäuse und Eichhörnchen, legen gerne Eicheln für ihren Winterschlaf an. Häufige Krankheiten von Eichen sind Pilze, wie Septoria oder Mehltau. Bei Mehltau färben sich die Blätter der Eiche weiß, was sie aber nicht schadet. Es stellt sogar eine wichtige Nahrungsquelle für Marienkäfer dar. Die wohl schlimmste Krankheit ist das Eichensterben, welches in Deutschland zunimmt. Es handelt sich dabei um Umweltbelastungen, wie zum Beispiel saurer Regen, Luftschadstoffe oder Trockenheit, die zum Absterben der Eiche führen.